Hallo, mein Name ist Sven Seifert. Ich bin der Papa von Simon Seifert. Simon hatte damals eine Meningokokkensepsis im Alter von 15 Lebensmonaten. Simon hatte damals eine Überlebenswahrscheinlichkeit von weit unter 5%. Also es hat damals kein Arzt mehr die Hoffnung gehabt, dass Simon überhaupt überleben wird. Und er hat eben allen Widrigkeiten getrotzt und hat sich auch selber da durchgekämpft. Und auch die Ärzte haben damals eben diese richtigen Entscheidungen, die eben im Vorfeld vom Kassenärztlichen Notfalldienst nicht getroffen worden sind, dort allerdings auf der Intensivstation getroffen. Auch heute ist immer noch diese große Problematik, Kassenärztlichen Notfalldienst, diese Qualität, die man eigentlich bräuchte, die haben wir heute immer noch nicht. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland auch das politische Verständnis, dort endlich mehr aktiv zu werden.